Ja, mein Lieben, herzlich willkommen zurück. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Kopftreffer abbekommen? Kenn ich. Ja, so sieht's doch aus. Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist kompliziert. It's complicated. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Folge Nick Valentine. Ja, gerne. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Ich hab dann Verdacht, was mit dem passiert ist. Mach dir mal die Tür auf, ja. Lauf. Du hast doch auch irgendwie einen Hardware-Schaden, oder, Junge? Moment. Da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Scheiße, wo kam das denn her? Hör auf! Wir sind auch ganz nett zu dir. Ihr seid tot! Los, helft mir! Das? Entschuldigung. Ich tue hey, warum treffen die mich, wenn der Typ vor mir steht? Es ist doch ja so ungerecht. Kann doch nicht sein, dass ich getroffen werde, wenn ich hinter dem stehe. Wie, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Meinst du? Warte mal. Renn mir doch nicht in die Schussbahn, du Depp. Ich schwitze jetzt nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Hm. Munition? Ach, scheiße, diese 10mm Pistole. Braucht kein Mensch. Hier, Korn. Die brauche ich aber. Ah, ernsthaft? Oh, ja, ich weiß, ich kann an einen Dogmeat was übergeben, aber der ist schon voll. Ich darf jetzt auf keinen Fall noch was looten, weil ich bin genau... Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. Und ich bin überlastet. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht... Kleidung. Ach, diese Steuerung. Da habe ich auch schon alles weggeworfen.
Rotz. Ja, ich habe nur aufgenommen, was ich wirklich brauche und trotzdem... Na, hier natürlich. Komm, eine weg. Ich habe mir gedacht, da steht einer, aber das war nur die Leiter. Komm, Junge. Lauf! Ferrist, lauf! Nichts! Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Ja. Ja, mache er das. Alternativ komme ich auch noch gerne natürlich zu dir. Tja, wenn es nicht anders geht. Jetzt möchte ich das Aiming von Na komm her. Was ist denn? Du stehst da, ja? Muss mal was essen. Na. Ey, das nervt mich so mit dieser... Ich kapier's aber auch einfach nicht. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Ja, hätten das da eh nichts drin ist. Danke dir. Ernsthaft? Brauche eine halbe Stunde, um so einen Scheiß... Cool. Um so ein Scheiß Schloss zu knacken. Ich werde dich auslöschen! Wo kommst du denn? Mehr als dieses Ich werde dich auslöschen kommt da wohl nicht, oder? Aber schön, dass sie hier so sauberes Geschirr haben. Entschuldigung, den muss ich dich jetzt aber enttäuschen, aber
glaub's nicht. Ich werde dich erledigen und dann auf deine Leiche spucken. Okay. Das darfst du natürlich. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? So. Scheiße. Was machst du eigentlich hier? Ja, nee, ist klar. Es ist. Geh doch mal weg, Mensch. Du blockst mich, du Spast. Bist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Macht man den Kühlmittelkreislauf auch in Ballon. Oh. Whisky! In der Kinderabteilung. Na, haben wir ein bisschen Kopf verloren, hä? Sind wir ein bisschen kopflos, mein Freund? Ich glaube, die haben ja echt ein Alkoholproblem. Ach, fuck. Bam, bam, bam. Jetzt darf ich aber tatsächlich echt nichts mehr aufnehmen. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens... ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. So, was gibt's hier? Bitte sagen Sie, dass Ihr Bewohner ordentlich eine Schlange bildet. Direkte Worte ziehen. Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Dicke, fette Schritte könnte so ein Armoranzug sein. So ein Panzeranzug. Niki, was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre. Ihre Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Was habt ihr und Nick überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone, einem Gangsterboss, durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir. Das ist alles ein Missverständnis, Skinny. Das weißt du. Lass uns gehen. Wir kommen nicht wieder. Ja, genau. Kapierst du's nicht? Okay. Andere Banden der Gegend würden das als Schwäche sehen. Und dann kommen die hier an. Tut mir leid. Zeit für einen Abschied auf die harte Tour. Was zum...
Was? Warum treffen die mich immer? Das ist doch zum Kotzen. Headshot. Alter! Warum krieg ich denn das? Oh oh. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn dieses VTA ist oder VLTS, weil der bewegt sich dann weg und dann funktioniert es gar nicht mehr. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Okay. Ja, es ist wieder. War's das? Oder kommt jetzt noch was? Ist aber. Wo muss man denn lang? Achso, du, dir muss ich wieder folgen. Okay, na dann mach mal hin und lang. Lauf, Forrest, lauf. Ach, die, okay. Die kennen wir ja schon, die Luke. Wenn die übrigens in Diamond City so eine Angst vor Synthis haben, läuft der dann so da rum und überlebt das? Fragen über Fragen. Na kommt schon, Leute. Wir haben doch keine Zeit. Wir essen doch zeitig. Ach, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wir. Das spielt keine Rolle. Gut, Schlauberger. Behalte ein Geheimnis für dich. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem eigentlich hast du wollte ich das Bitboy-Licht ausmachen, dich aber. Zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir treffen uns. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Yay. Sei mein Valentine. Habe ich das Licht tatsächlich noch an oder was? Was ist hier? Achso, ist einfach so grünes insgesamt Licht. Ach, sei mein Valentine. Ah, was ist süß. Begonnen. Begib dich zur Detektei, Valentine. Aber ich möchte gern noch was anderes machen. Vorher. Daten. Aufgaben. So, das nehmen wir weg. Oh, ist ja fast um die Ecke hier.
Gut, mein Lieben, ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Heute wird es auch wieder noch eine weitere Folge geben. Ich denke mal, dass wir heute noch mal 5 Folgen machen werden. Was sind das? Wer ist da? Endstation! Nein! Thomas Wolf! What the fuck? Achso. Deswegen geht das nicht. Lage sie fest! What the fuck, wo kommt das her? Wie kann der mich da treffen? Geht doch gar nicht. Also manchmal verstehe ich das Spiel überhaupt nicht. Der ist komplett hinter... Und ist noch einer. Schön, dass er erstmal volle Kanne daneben schießt. Da unten ist einer, der hat wahrscheinlich gerade auf mich geschossen. Und schon müde? Nö. Kann das stundenlang. Ah, da oben. Erledigt. Erledigt. Da oben ist einer, ja. Ups, das ging mal ganz knapp da vorbei. Und dann geht er nach Hause. Warum treffe ich den da nicht? Jawohl. Nee, meine Lieben, wir machen jetzt tatsächlich echte Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir kurz in die Gefahr. Ich da Gefahr gelesen habe. Schreibt es mir kurz in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich zu einer weiteren Folge wieder. Also, bleibt dran. Bis gleich. Ciao.